Hallo, hier ist Anna. Herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute spreche ich wieder über mein Lieblingsthema, über Darm, über Darmgesundheit, weil jeder weiß ja, wenn Darm gesund, dann ist alles gesund oder Körper gesund und Tod sitzt bekanntlich auch im Darm. Ich bitte immer ständig Hilfestellung jedem, der das möchte, und wir unterstützen mal dann den Darm, bauen den auf, verreinigen, wir schauen die psychischen Aspekte von Entstehung von verschiedenen Problemen und wir sprechen sehr viel über Ernährung. Also wenn da Interesse besteht, bitte melde dich bei mir. Heute möchte ich genau gesagt über Histamin reden, weil viele haben Histaminintoleranz. Also bald kommt ja wieder Frühling und da haben wieder viele Probleme damit. Heuschnupfen, Allergien, Asthma und viele haben einfach ganzes Jahr über ein Histaminproblem. Woher kommt das Histamin im Körper? Das möchte ich dir heute zeigen. Also eine Ursache habe ich schon in meinem früheren Video ausführlich erklärt. Da geht es um die Kohlenhydratmast und Histaminintoleranz. Diese Ursache, wie gesagt, werde ich heute jetzt nicht mehr ansprechen. Einfach schau mein voriges Video. Zweite Ursache ist Mastzelle. Also Histamin wird in Mastzellen produziert und normalerweise passiert das immer, wenn wir essen. Also im Magen sind bestimmte Mastzellen eingelagert und die produzieren Histamin und Histamin wiederum regt Magen- und Salzsäureproduktion im Magen. Und das ist gut so, weil Salzsäure identifiziert, was wir essen. Das zerlegt auch gut die Proteine auf die kleinen Bestandteile, damit das besser verdaut werden. Also Salzsäure in sich eigentlich nichts Schlimmes. Aber jetzt kommt Stress zum Beispiel, regt auch versteckte Produktion von Histamin aus den Mastzellen. Und das ist schon ein Problem, weil das kann auch Magen-Darmschleimhaut reizen oder auch zu Entzündungen führen. Noch ein Problem sind Nahrungsmittel, die zum Beispiel auch Mastzelle anregen, um die Histamin zu produzieren. Das sind zum Beispiel Erdbeeren. Also Frühjahr und Erdbeer, ja, das ist auch so Grund, warum vielleicht bestimmte Beschwerden da vermehrt vorkommen. Dann gibt es noch Lebensmittel oder Nahrungsmittel, die selber Histamin enthalten. Das ist zum Beispiel gereiftes Käse, also so alte Käsesorten oder auch gereiftes Wein, also Rotwein zum Beispiel, der lange schon gereift wurde oder gelagert wurde. Und es gibt noch Nahrungsmittel, die ein Enzym hemmen, die Histamin eigentlich abbauen kann. Dieses Enzym heißt DAO oder die Aminooxidase. Und wie gesagt, es gibt bestimmte Nahrungsmittel, die man isst oder genau gesagt trinkt, die das hemmen kann. Das ist von allem Alkohol. Und jetzt kommt grüne Tee. Ich weiß, dass viele grüne Tee als gesund betrachten, aber der hat auch Nachteile. Nicht nur koffeinhaltige, also Nachteile, sondern auch der hemmt diese DAO-Enzym. Dann gibt es aber ein Problem, um diese Enzym überhaupt herzustellen. Um Herzustellung braucht diese Enzym Vitamin B6 von allem, Kupfer und Magnesium. Also wenn man einen Mangel von diesen Vitaminen oder Mineralien hat, dann hat man auch Probleme mit DAO-Herstellung. Bei Magnesium weiß ich, dass viele tatsächlich Problematik haben und bei Vitamin B6 eigentlich auch. Aber was die Kupfer angeht, hier müssen wir noch eine Schwermetallausleitung machen, weil Schwermetalle auch behindern Kupferaufnahme über den Darm. Noch ein Problem sind Darmbakterien selber. Also viele davon, sogenannte Proteolyten, bilden dann bei seinem Stoffwechsel Histamin und andere biogene Amine, zum Beispiel Cadaverin. Cadaverin ist es ein Leichengift und hier versucht Körper, den zuerst abzubauen. Also der mobilisiert wieder diese DAO, die auch für den Abbau von diesen Abfallprodukten zuständig ist und dann verbraucht diese DAO dafür, weil das ist ziemlich giftig. Und Histamin bleibt dann einfach auf der Strecke und wartet, wann es soweit ist. Und wenn Mensch zu viel praktisch Fleisch isst, zu viel diese Cadaverine bildet, dann ist das auch ein Problem, dass Histamin ständig sich einreichert. Und noch ein Problem, das ist die löchrige Darm, das geschädigte Darmepithel, sogenannte Löcki-Gut-Syndrom. Das kann auch bei chronischer entzündlicher Darmerkrankung entstehen. Es kann durch das Zinkmangel entstehen. Es kann durch
Zöliakie oder andere Unverträglichkeiten und Allergien entstehen. Also da überall, wo die Darmepithel irgendwie seine Dichtigkeit verliert, kann diese Histamin jetzt unbehindert ins Blut gelangen und verursacht entsprechende Symptomatik. Wie können wir die Histamin nachweisen? Erstens im Stuhl. Wir können Histamin direkt im Stuhl bestimmen oder auch die Histamin produzierenden Mikroorganismen bestimmen. Zweite Möglichkeit ist Blut. Im Blut können wir Aktivität von DAO-Enzym bestimmen und überhaupt und Konzentration von DAO-Enzym bestimmen, ob überhaupt genügend davon unser Körper produziert. Dann, wie gesagt, muss man auf B6, Kupfer und Magnesium zurückgreifen, auch unter Umständen entsprechende Nahrungsergänzungsmittel verwenden. Wenn dich interessiert, wie man diese Probleme beseitigt, ich möchte dir sagen, dass ich da eine erfolgreiche Gesundheitskonzept ausgearbeitet habe. Ich gehe Schritt für Schritt mit dir durch, so dass wir praktisch alles das langsam abbauen und die Probleme aus der Welt schaffen. Das ist sehr wichtig, dass wir praktisch nicht hin und her springen. Jetzt probiere ich das, jetzt probiere ich jenes. Na, das ist ein ganzheitliches Konzept und wirklich Schritt für Schritt wirst du auch dann zum Erfolg gehen. Ich werde dich gerne begleiten. Also wenn du da eine Begleitung brauchst oder Unterstützung brauchst, Beratung brauchst, kannst du gerne bei mir melden. Schreib deine Kommentare im Kommentarfeld unterhalb von diesem Video. Und im Infobox findest du auch Link zu einem Kontaktformular, wo du mich auch anschreiben kannst. Also alles unterhalb von diesem Video bitte. Sonst drück einfach Daumen hoch, abonniere meinen Kanal. Drück auf die Glocke, damit du weißt, wann die neue Video erscheint. Ich wünsche dir, bleib gesund und natürlich mach was dafür.